Bei dieser Bewegungsaufgabe geht es darum, dass die Schüler so variantenreich wie nur möglich den Barren überwinden. Denn so lernen sie viele Bewegungsformen kennen, die auf dem Barren möglich sind. Zu diesen Bewegungen gehören zum Beispiel Klettern, Schieben, Ziehen, Hangeln oder wie man hier sehen kann, Hangeln mit beiden Händen und verschränkten Beinen, Schieben im Armstütz oder hier Hangeln mit beiden Händen und den Kniekehlen. Aufgrund dieser spielerischen Herangehensweise können Schüler ihre Angst vor dem Gerät Barren durch vielfaches Ausprobieren frühzeitig abbauen. Umso wichtiger ist eine ausreichende Sicherung rund um den Barren, damit die Schüler in diesem Kennenlernprozess keine negativen Erfahrungen machen.